Als zu früheren Zeiten die Sonne unterging und es in den Städten Nacht wurde, zogen die Nachtwächter durch die Gassen, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Seit 2011 kann man in Cottbus zu später Stunde erneut einen Nachtwächter antreffen. Doch anders als seine Vorgänger übernimmt er nicht niedere Polizeidienste, sondern führt Besucher durch die nächtliche Stadt. Gut. Entstanden ist die Nachtwächterführung als Projekt der studentischen Organisation SAIF. Auf der Suche nach einem geeigneten Nachtwächter fand man den Kabarettisten Gunter Bauer. Ich wurde angesprochen. Eigentlich war die ganze Geschichte so, dass man zu mir gesagt hat, ja, hast du mal Freitagabend Zeit? Die Studenten wollen da irgendwas machen und ich habe gedacht, das ist für einen Abend ein Projekt irgendwo, so eine Veranstaltung oder sowas, wo ich da mich als Nachtwächter verkleiden sollte. Und dann stellte sich heraus, dass das eine ständige Führung wird. Und da bin ich eben dabei geblieben. Seitdem treffen sich jeden Freitag kurz vor 20 Uhr interessierte Teilnehmer am Brunnen auf dem Cottbusser Altmarkt, um von hier aus gemeinsam mit dem Nachtwächter die Stadt zu erkunden. Nachdem man das Ticket im Café Cottbus to go auf dem Altmarkt gekauft hat, führt die Tour quer durch die Stadt zu markanten Schauplätzen. Wie der Schlosskirche, der Lindenpforte, der Oberkirche, dem alten Elektrizitätswerk und endet schließlich wieder am Altmarkt. Bei diesem Rundgang kommen jedoch nicht nur Besucher der Stadt auf ihre Kosten, auch eingefleischte Cottbusser entdecken noch so manch Neues. Das Bild hier auf der Spremberger Straße, ne, wo die Sprem hier mal von 1934 fotografisch dargestellt ist, da haben schon einige aus Cottbus gesagt, wann gibt es denn das Bild hier, das habe ich noch nie gesehen. Ein besonderes Highlight der Tour ist der Aufstieg auf den Spremberger Turm. Neben einem Blick über die ganze Stadt bietet die Nachtwächtertour nicht nur Geschichten zur Geschichte, sondern auch so manch Überraschungen. Das Besondere am Nachtwächter ist halt, dass er die Geschichte der Stadt Cottbus mit Charme und viel Witz halt rüberbringt und nicht so trocken wie eine normale Stadtführung und deshalb ja halt auch eine Erlebnisführung ist und auch den Gästen oder den Bürgern hier eine Menge Spaß bereiten soll. Ich denke mal, das ist das Besondere dieser Nachtwächterführung. Also das, was ich jetzt nicht bewegt, ist die Bronzeplastik. Zu einer waschechten Cottbuser Nachtwächterführung gehört nicht nur ein Nachtwächter mit traditioneller Ausrüstung, bestehend aus Hellebarde und Laterne, sondern auch das Erlernen des bekannten Cottbuser Postkutschenzungenbrechers. Sprechen Sie mir mal nach hier, so ganz locker. Live in die Farbe, der Cottbuser Postkutscher? Der Cottbuser Postkutschkasten. So, und jetzt nochmal zusammenhängen, Der Cottbuser Postkutscher. Ladies, das geht nicht. Irgendjemand kotzt den oder rein und der hat schon genug Ärger. Das lassen wir mal lieber. Ja, und dann noch mal ein Stück weiter. Für Gunter Bauer hat die Nachtwächtertätigkeit besondere Vorzüge. Man kommt rum, entdeckt immer wieder selber Neues in der Stadt, ne? Wo man früher vielleicht so doch betriebsblind, wie man so schön sagt, durch die Stadt gegangen ist, geht man heute mit viel offeneren Augen durch die Stadt, um auch mehr das den Gästen und auch den Bürgern von Cottbus vermitteln zu können. Nach rund 90 Minuten spannender und informativer Stadtführung kehren der Nachtwächter und die Teilnehmer beim Meldekeller am Altmarkt ein, um bei einem abschließenden Bier die gesammelten Eindrücke Revue passieren zu lassen.